Hallo zusammen, weiter geht's in unserer schönen Hütte hier. Und bevor wir weitergehen können, müssen wir eins machen, und zwar erstmal einen Ofen bauen. Den haben wir letztes Mal vergessen, ne? Wir haben die Hütte nämlich ein bisschen ausgebaut. Letztes Mal haben wir ein bisschen gelevelt. Und jetzt bauen wir eine wunderschöne Ofenanlage. Ich habe gedacht, du fängst wieder an zu singen. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal Heiko und Peter bauen jetzt auf einen Adventure. Ofen. Aber wo machen wir den Ofen denn hin? Hier? Geil, Adventure. Denn vielleicht hier in die Ecke? An die wird es doch hier gut passen, oder? Ja. So, wenn wir das vielleicht zu einem Kamin machen? Okay, mach schnell zum Kamin. Weil wir haben heute noch etwas anderes vor. Wenn es nämlich raucht und hell ist gleich, wollen wir etwas tun. Wo ist der Chimney? Hab ihn. Ach, hast du noch mehr? Oh, sorry. Oh, ich baue die gemütlich, er ballert einfach hoch, Alter. Jetzt aber, ja. Eigentlich könnten wir die Öfen sogar hier reinbauen. Nee, können wir nicht. Guck die aus, ne? Können wir später nochmal bauen. Alles gut. Okay. Und jetzt kommt da krasses Zeug rein? Ja, brennt schon. Alles gut. Naja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz schlafen. Können wir hier machen? Wusch. So, ein bisschen geschlafen und jetzt wollen wir die Dixer erkunden, denn wir haben herausgefunden, wo die ist. Komm mit, Heiko. Ich komme mit. Glaube ich. Alles. Sind wir dafür gut vorbereitet? Ja, eigentlich nicht. Du weißt aber, was Hans uns noch gesagt hat, oder? Nee. Nicht? Dass die gefährlich ist. Ja, und wir ganz gut aufpassen sollen. Das sind Druide. Sollen wir die töten? Androide. Android, hier drüben. Ach, Android. Dave, komm her, mein Freund. Der macht aber ganz schön. Okay. Sehr gut. Okay. Die Kühe gleich wieder so voll Angst haben und wegrennen. Oh, hat der schon immer einen Achsozein im Kopf? Nee. Ich glaube ja. Okay. Siehst du das da in der Wüste? Ja, oh. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ich glaube ja. Deswegen, da gucken wir mal rein. Was? Und schauen mal, was wir da finden. Wir haben ja extra ein tolles Steinschwert mitgenommen. Was ist das hier? Achso. Hunderte Leute sind hier gestorben. Guck mal, complete dig site found. Well, I found the dig site. Look for clues at the dig site. Okay. Ja, ich nehme mal eine Schaufel mit und eine Pickaxe. Und du nimmst den Melon mit an der Torch und hier so. Schau mal, der Mini-Kaktus. Lol. Ist gerade gewachsen. Hä? Das sah süß aus. Okay. Warte. Das haben wir jetzt runter? Da gibt es ja nicht mal einen richtigen Eingang. Kein Wunder, dass die alle sterben. Ist halt ein Adventure, wenn man hier hoch und runter geht. Ja. Oh Mist, ich habe meine Streichhölzer vergessen. Oh, ich auch. Ah, hier sind welche drin, lol. Boah. Nehmen wir da, wo mehr drin ist. Ja. Guck mal, Number of Days Without a Death. Null. Previous Best One Day. Okay. Na dann. Hier links oder rechts? Boah. Hier mal voll, wenn du das machst. Links. Okay. Was steht da? Cave System. Oh, Vorsicht. Jawoll. Ich will immer die. Nimm mal das Eisen mit, ne? Oh ja. Wenn wir schon in der Mine sind. Ich höre ein Android auf jeden Fall. Jetzt Kupfer. Oh, Kupfer brauchen wir für Strom irgendwann, ne? Wir wollen ja Windkraft und sowas machen. Oh mein Gott. Clues. Ich bin gespannt, ob das irgendwie eine Custom-Höhle ist. Ja. So eine. Oder ob das eine ist, die wir schon oft gesehen haben. Ja, guck mal, man kann eine Fackel in die Offhand nehmen, dann ist immer hell. Gehen wir ein Stück noch nach vorne am besten. Ah, Offhand, gute Idee. Oh nein, kannst du mir eine Fackel geben? Oh, da sind ganz viele Skelette, Vorsicht. Ah, ich muss gerade essen, du musst tanken. Da sind so viele, auch besondere Skelette waren da. Okay. Ja, was wolltest du sagen? Eine Fackel für die Offhand. Ah, hab ich die? Hast du die nicht? Den habe ich leider vergessen. Oh nein! Oh Gott, der hat zwei Skelette. Adaptable infested. Oh. Heiko. Ist gut. Was du ja machst, ist sehr gut. Du machst das super. 1A! Bleib so! Nein! Heiko, jetzt! Nein, ich stelle mich auch deswegen, Peter! Was hast du getan? Wie konntest du nur? Ach, Mann. Okay, warte. Also, ich kann das hier nicht zubauen. Ist doch schon hart, aber ich war auch jetzt sehr, sehr langsam, ne, mit dem Zubauen und so, ey. Nein! Lauf! Direkt. Das Skelett steht direkt vor mir und aimt mir ins Gesicht. Und aimt mir ins Gesicht. Wie baut man nochmal ein Schild? Lohnt sich ein Schild? Gegen Skelette glaube ich schon, ja. Also ja, Eisen schon, und Holz oder so. Ah ja, Holz und ein Eisen. Ja, ich habe voll einen guten Spot. Ich kann ihn töten, ohne dass er mir was macht.
Boah, hier kommt immer einer in eine Tür rein, ey. Meine Güte. Boah, wie viel der aushält. Der kriegt ja keinen Schaden teilweise. Der kriegt immer nur ein halbes Herz. Und das auch nur alle 4 Schläge oder so. Krass. Ja, der ist halt krass drauf. Ich komm. Ja. Yeah. Fackel noch, warte. Genau, die dürfen wir nicht vergessen. Ich bin jetzt der Tank. Da sind die Fackeln. So. Boah, wenn ein Zweier-Sternskelett schon so krass ist, wie ist dann so ein... Hab ihn! So ein Dreier. Oh. Was hat der gedroppt, ein Zweier? Weiß ich nicht, hier sind gerade eine Milliarde Silberfische, die mich angreifen. Sekunde. Oh. Okay. Gefahr ausgeschalten. Geschaltet. Und, was hat er gedroppt, was hat er gedroppt? Ich guck. Oh. Ist es das... Oh, das ist aber gemein dann, glaube ich. Er hat gedroppt Fire Protection und Fire Protection. Ah, okay, 2 Bücher im Grunde. Ja. Ich bin mal gespannt, ob die nur Bücher droppen, weil bisher haben Level 1er immer ein Buch gedroppt und die haben jetzt 2. Oh, der Zombie. Genau. Och man, jetzt ist mein roter Balken wieder weg. Stimmt. Wo sind denn die? Ah, hier. Hier. Komme! Ich weiß gar nicht mehr wo. Ah, hier ist dein Grabstand, okay. Ich bin genau bei deinem Grab gerade. Hallo! Cool. Mit dem Schild equipped. Ready to fight. Jetzt geht ab. So, einmal rot anziehen, einmal das. Streichhölzer in die andere Hand. Was sind stärker? Steinschwert? Ja, Steinschwert ist ja stärker als das Gold. Okay, alles gut. Gott, sollen wir die richtigen Torches hinstellen oder die Unlit? Also die, die ausgehen. Wir können auch erstmal die Unlit hinstellen, weil wir davon mehr haben. Okay. Eisen nehme ich wieder mit. Raum war. Damit wir das explodieren lassen können. Oh, not today. Was passiert? Geblockt. Ah. Nicht heute. Danke. Okay. Sollen wir in die andere Richtung gehen, doch? Wo? Also wieder zurück? Ja, wird glaube ich Sinn machen. Lass uns mal, wo wir zurückkommen. Ich glaube, hier sind wir auch so weit durch. Ja, hier vorne, wo wir gestorben sind. Hier hoch. Da, wo es wir leuchtet. Gestorben sind. ja. Wie groß ist dein roter Balken? Zurück. Nicht töten! Nee, ist nur eine Frage. Ja, so ein bisschen über der Hälfte. Ja, du wirst blind werden. Dumm. Wurde ich gerade schon. Achso, sehr gut. Okay, was ist hier? Da stand jetzt nichts dabei, ne? Oh, ach, das hast du. Oh, warte, das sieht aber aus, als wenn wir hierher müssten. Echt? Oh ja. Oh, meine Güte. Guck mal, krass, wo sind wir denn? Ich hätte es gedacht, da... Warte kurz. Ich habe irgendwie sehr Angst vor irgendwelchen Fallen gerade, Peter. Ja. Also sehr, sehr krass Angst, dass da irgendwelche Ghostblöcke sind, durch die man durchfällt oder so. Oh, noch einer, lol. Oh. Ich sollte mal was essen, sehe ich gerade. Gute Idee. Oh, Hilfe. Das haben wir nur einen Wüstentempel, ne? Krass. Ja, aber guck mal, hier ist aber so ein Balken, wo dran ein Seil befestigt wurde, um dann runterzukommen. Ja. Kommen wir da runter? Ach, guck mal, hier kann man sogar eine Seite runter. Ach da, okay. Ja, warte, ich würde ganz gerne noch einmal hier oben gucken. Ja. Oh, hier ist eine Luke. Luke. Komm nach oben. Warte. Hier ist alles verschüttet. Das ist echt ein Tempel gewesen. Hallo. I'm on the way. Dun, dun, dun. Ich bin echt gespannt, was hier abgeht. Hier ist eine Luke, Heiko. Ja. Was? Oh mein Gott. Oh, ich höre schon wieder 1000 Leute. Down we go. Da ist irgendwie so Nebel. Vielleicht sollten wir da nicht so rein. Ja. Ist das eine Flüssigkeit? Ah. Oder? Boah, oh, sorry. Ach, guck mal, hier ist sogar, schau mal, Super Mario. Ah, lol. Let me handle this. Und? Ja, viel Kram. Na, okay, aber sehr viel Sandstone, ne? Der Main Chamber. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich in der, im Tempel. Das ist wie ein Labyrinth. Ich hoffe nicht. Ah, hier ist wirklich so Pollution Dust. Okay, bevor die ausgehen, müssen wir wieder raus. Ja. Stimmt. Und da ist irgendwas hinter, was ziemlich krass ist. Noch nicht wegbauen.
Root of the Forgotten Reflection. Root. Oh, aua. Na, der Reflecting, ne? Ja. Ich wollte schon sagen, hat der abgebaut? Nee, ne? So ein Creeper. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh ja, ich sehe, ich sehe. Komm mal näher, Creeper. Hier, guck mal, hier bin ich. Der Reflektor macht mir echt ein bisschen Angst, ne? Wie viel hat der noch? Wo soll jetzt hin? Um die Ecke links. Oh nein. Komm wieder her. Ja. Wir können ihn zerdrücken. Die Hälfte hat er noch. Okay. Aua, Alter. Ui. Jawohl. Ui. Der hat einen Diamant gedroppt, glaube ich. Frostwalker. Aber den hast du dir verdient. Oh, was ist das? New Quest Warehouse. Erstmal schön gelootet, ja moin. So, warte. Was gab's da? Oh, so viele Creeper. Flüchten. Okay. Wird nicht geflüchtet, hier wird gekämpft. Warte, ich kann dir dann mal das Buch geben. Da ist zumindest eine neue Quest drin und wir haben jetzt eine neue Quest. Da ist wahrscheinlich das mit dem... ich weiß nicht, wie er hieß, den wir da finden sollten. Oh. Macht das hier keinen Schaden? Oh, okay. Jetzt haben wir die richtig hart kaputt gemacht. Ja. Lit Torch. Hier ist auch ein Buch. Boah, okay. Da ist ein Spawner, deswegen. Der muss weg. Ach, meine Ding ist auch kaputt gegangen, meine Rüstung. Meine Ding. Boah. Oh ja, der war gut. Was war da drin in der Kiste? Eine Chestplate. Eine Leder-Chestplate. Ja, ja. Und was war in deiner Skystone-Chest? Ah ja, genau. Warte, da waren 4 Glowstone drin und ein Buch. Ah, okay. Und das Buch? Ist Artefakt-Katalog und Remove to Lukeville Warehouse. Also. Okay. Wir müssen zu Lukeville Warehouse zurück. Ich baue noch die Kiste ab. Okay, ja. Mach das. Mach das, Baukiste ab. Also zurück nach Lukeville? Ja, genau. Okay. Boah, guck mal, wie viel Gas hier oben ist. Da bestimmt wegen den Creepern, oder? Wo denn? Also wo ist Gas? Guck mal an der Decke. Hier in dem Hauptchamber. Also da war alles voll. Er rennt einfach so davon. Wo ist Gas? Wo war das denn? Ja, hab ich nicht. Oh! Oh, nein, nee. Peter! Oh, der war knapp. Ja, vielleicht, maybe. Nee. Oh, doch. Ja, auf den Deckel. So eine tonnenschwere Tür auf eine Birne bekommen. Oh, Hilfe. Hey! Boah! Jetzt brenne ich! Warum brenne ich? Peter, was ist jetzt passiert? Ich bin auch. Oh, ich bin auch verbrannt. Was war denn los? Ich glaube, das war der Creeper. Oh, hallo, aber man so komplettes Inferno, ey. Das Ding explodiert. Alles ist dunkel, beide Leute brennen. Oh, hast du überlebt? Ja. Ach Mann, warum überlebt er denn immer? Ich überlebe echt immer, ne? Und ich laufe immer von A nach B. Dort war eine Chestplate drin, alles klar. Hier war sie. Eine Leder-Chestplate. Ja, ja. Weiß ja, ich ja. Aber lauf. Wir sind auf dem Weg zu dir, sind nur so 6 Creeper jetzt. Ja, kannst deine Leiste wieder auffüllen in der Zeit. Ja, die ist wieder komplett resettet, ey. Fire Protection, eine Torch. Boah, ich hoffe, der Creeper ist nicht schnell. Nein, ich bin sofort da. Ich beschütze das. Soll ich es nicht beschützen? Achso, beschützt. Okay, toll, das war richtig schnell. Ich war richtig fast. Okay. Dann gehen wir wieder, oder? Jetzt haut er einfach ab. Hilfe, wo muss ich denn hin? Sorry. Ja. Ach, siehst du wieder nichts? Heiko und Peter. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Heiko und meine Dungeon. Kommen Sie. Das, wenn wir uns verloren haben, ne? Ja. Sonst macht man so einen Treffpunkt aus und wir sind dann hier. Ding, 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 ding. Komm, folge einfach der Musik. Creeper. Ja, die habe ich alle hier runtergelockt. Das war cool. Ja. Oh, da ist fast nichts.
Guck mal. Damals noch. Komm, wir haben jetzt einen Jump-Run hier hoch wahrscheinlich. Okay. Da gibt es echt einen Weg nach oben. Wie du das machst. Ich höre irgendwie ein Skelett. Der ist ja tot. Ne? Schieß an hier runter, voll Damage. Okay. Oh, mir ist das einer mit einer Sniper. Vielleicht das mit meiner Sniper. Ist das Lukeville hier vorne? Lukeville ist da, wo wir wohnen. Okay. Boah, okay, einmal noch zum Warehouse, ne? Und dann gucken wir, was passiert. Heiko, ich mache nicht alles kaputt. Nee, ich mache nichts kaputt. Alter, wieder einfach mal ein Trupp Skelett. Hell, ne, wir müssen zum Warehouse. What happened? You know the warehouse location. Der hat irgendwas. Achso, wo ist denn die Warehouse Location? Er kämpft gegen Leute! Ja, lass den nicht töten! Sterben! Mach ich nicht. Hey, der hat jetzt ein Tablet von so einem Androiden. Das hat er schon immer gehabt. Ja. Ah, okay. Okay, wir müssen zum Warehouse. Wo ist das Warehouse? Sugarhouse. Spider Killer Guild for sale. Also, er will uns nicht sagen, wo das Warehouse ist. Also irgendwie. Ich weiß, wo das Warehouse ist. Wo? Unten drunter. Ah, stimmt. Oh mein Gott, bist du schlau. Dann, bist du schon runtergegangen? Haben wir das ja schon hervorgeholt. Oh. Aber wir müssen da jetzt nochmal hin, ne? Ja, the Warehouse. Oh. I found the Warehouse. Probably a clue in the library stacks. Oh, wir müssen in die Bücherei. Hier, oder was? Ja. New Quest, nein, find the Squid Station, okay. Ja, bestimmt. Oder? Oh. Wo? Vielleicht ist er aber auch ganz anderes, ne? Vielleicht war das jetzt ein Clou. Jetzt wollen wir die Squid Station, okay. Wo scheint die zu sein? Müssen wir rausfinden. Vielleicht hier. Oh, ich habe keine Fackel mehr, leider. Ich glaube nicht, dass die Squid Station was mit dem hier zu tun hat. Oder? Was steht denn hier? Ah, da ist nur die Erklärung von den Kisten, ne? Okay. Ja. Warte, ich habe nur eine gute Fackel. Ich pack die mal genau da drüber. Vielleicht müssen wir auch mal zu unserem anderen, zum anderen Dorf oder so wieder, weißt du? Stimmt, oder das kann auch sein. Oder zum Fisherman nochmal? Zum Fisherman. Da wir das Warehouse gefunden haben. Okay, aber ich würde mal sagen... Das sehen wir wahrscheinlich bei dir, Heiko. Okay. Also bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.